Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen 007cast Video. Heute geht es um das achte Projekt, den IXAM Crossline K2, den ich vor ein paar Tagen geholt habe. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall ab, ist das letzte Video, das ich hochgeladen habe. Ja, da habe ich ja gesagt, dass ich euch da ein paar Eindrücke zeigen werde von dem Projekt, wie es da weitergeht und was wir alles zu machen haben. Ich würde sagen, gar nicht lang drum herum geredet, schauen wir uns mal kurz das Ganze in Ruhe an, was wir dann alles machen werden und wie wir das machen werden. Ich habe das Auto schon inzwischen mal in die Garage gestellt, damit es ein bisschen abkühlt. Das Auto hat gefühlt 60 Grad. Mich wundert es, dass es nicht schmilzt. Du verbrennst dich, wenn du drauf greifst. Es ist so lange in der Sonne gestanden, es ist wirklich Wahnsinn. Von außen gibt es eigentlich so gar nichts. Das Auto ist wirklich schön, es hat keine Risse, keine Kratzer. Also ich habe hier nichts gefunden. Es ist wirklich sehr, sehr schön gepflegt. Das Einzige, was ich optisch entdeckt habe, ist, dass hier solche Lackabblätterungen sind. Aber ich denke mir mal, ich lasse das so, weil es sind ganz normale Gebrauchsspuren. Vor allem, wenn ich das jetzt lackiere, dann sieht das alles wieder ganz anders aus, wie der Lack da vorne. Und dann fängt das alles wieder an, hier wie ein Pfusch zu wirken. Das lasse ich mal lieber, weil ja das Auto sonst komplett verkackt wird. Wenn es ein Pfusch wäre, würde ich es machen, aber das Auto ist ja schon schön, also lasse ich lieber solche Aktionen. Das Schwierigste ist sowieso mal hier. Da hat ja die Vorbesitzerin Kleber drauf geklebt, Klebeband, weil hier so kleine Risse waren. Ich weiß zwar gar nicht, wie viele Risse da eigentlich sind und ob es überhaupt viele sind, aber sie hat das einfach mal mit einem Klebeband, mit einem fucking Panzerband zugeklebt, das einfach nicht abgeht. Das ist da sicher schon 10 Jahre drauf und das hat sich komplett, seht mal ja, das geht gar nicht mehr runter. Das ist komplett wie bei dem ersten Projekt auf diesem Kanal. Das erinnert mich gerade etwas an das erste Projekt, an den Microcar MC2, wo das auch so war. Da hat auch der Vorbesitzer einfach mal ein fucking Butylband draufgeklebt, das eigentlich normal am Flachdach verwendet wird zum Abdichten. Und das ist durch die Sommerhitze so geschmolzen, dass das gar nicht mehr abging. Das war eine Katastrophe, Leute. Das ging gar nicht mehr ab, nicht mal mit Nitroverdünnung. Und hier werde ich es einfach ein bisschen trocknen lassen. Und da muss ich das wirklich so Schritt für Schritt abpellen. Seht ihr? Das ist katastrophal. Und dann mit Nitroverdünnung hier drüber wischen und hoffen, dass alles abgeht. Es wird, glaube ich, gehen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr umständlich. Von innen, wie gesagt, sehr schöner Zustand, keine Risse in den Sitzen, Lenkrad ist nicht abgegriffen. Boah, da kommt eine Hitze raus. Man riecht richtig den Plastikgeruch, weil die alles schon fast schmilzt. Es ist wirklich alles sehr schön. Darum lasse ich das Restliche erstmal und mache mal nur das hier wieder schön, weil das gehört auf jeden Fall ab. Das sieht ja komplett kacke aus. Warum ist hier nochmal zusätzlich ein Klebeband drauf? Das weiß keiner. Wie gesagt, das ist alles schon so fest. Ob das noch abgeht, ich hoffe es. Weil das sieht wirklich kacke aus, wenn hier oben so Klebeband drauf klebt. Ich lasse das jetzt einfach mal ein bisschen kühl werden, dass es nicht so fucking heiß ist, weil wenn es heiß ist, dann schmilzt das alles, dann kriege ich es gar nicht mehr runter. Einfach mal ein bisschen abkühlen lassen. In der Zwischenzeit muss ich sowieso Rasen mähen, weil der Rasen ist schon wieder ein bisschen hoch. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ich Rasen gemäht habe, sehen wir uns wieder, dann ist das Ganze ein bisschen kühler. Und dann versuche ich das abzupillen. Passt, bis gleich. Ja Leute, ich bin zwar noch nicht ganz fertig mit dem Rasenmähen, aber ich bin komplett fertig, gerade weil es hat 33 Grad und es ist extrem heiß in der Sonne. Also werde ich kurz mal eine Pause machen und dabei hier weitermachen. Ich kann es ja wirklich nur so Zentimeter für Zentimeter runtergeben. Millimeter für Millimeter, besser gesagt. Ich habe jetzt mal den Scheibenwischer runter montiert, damit ich hier besser dazu komme. Und jetzt heißt es einfach hier stundenlang alles Millimeter für Millimeter abpellen. Erstes Mal hier das Abkleben, dass keine Nitroverdünnung auf den Lack rinnt. Weil so geht's. So ist es bis jetzt gegangen. Anders geht's ja nicht. So, das Ganze ein bisschen aufweichen mit Nitro, dass es sich leichter kratzen lässt. So. Kratzen. Geht zwar nicht optimal. Aha. Hier ist ein großer Riss. War das das, was sie gemeint hat, ja? Oh ja. Oh ja. Da ist ja schon der Riss. Seht ihr das? Das ganze Teil bis hierher ist ein Riss. Aber ich mache die Heckklappe sowieso ab, dann werde ich das von innen kleben.
Und dann ist es auch wieder fest. Aber schlimm auf jeden Fall. Ja gut, ich habe das jetzt hier, man sieht noch einen leichten Übergang, wo der Kleber vorher war. Das werde ich dann noch polieren mit der Hand, mit einer Polierpaste. Da unten war noch so ein Aufkleber, den habe ich rausgemacht. Sieht man auch nichts mehr. Dann habe ich eine Matratze hergelegt, damit ich, wenn ich das hier ausgebaut habe, die Heckklappe, dass ich die auf die Matratze lege, weil die ist so empfindlich, wenn die einmal wo am Boden liegt, da kracht alles auseinander und die Scheibe bricht. Das muss hier oben auf jeden Fall mal fix oben liegen, damit das alles schön geklippt werden kann. Aber erstmal muss ich das noch weitermachen, auch wenn ich überhaupt keinen Bock mehr habe. So, mein Plan ist jetzt folgender. Ich werde hier Superkleber reingeben in die Risse. Dann das Ganze nochmal mit Nitro abwischen, dass der Superkleber nicht rausrinnt. Dann fest zudrücken, dass es hier kleben kann. Und dann ist es schon mal fest. Und dann sieht man es auch gar nicht mehr. Wie gesagt, das ist alles nur da oben. Und hier ziehe ich eine neue Dichtung mit dem Scheibenkleber bzw. mit der Karosseriedichtmasse einfach hier so eine Dichtung, dass das hier nochmal schön alles zu verschlossen ist und dann sollte das alles wieder passen. Oh mein Gott, Leute, das ist anstrengend. Ich habe jetzt 1,5 Stunden schon hier verbracht und jetzt ist schon mal die Hälfte weg. Ja, hier noch diese Seite. Dann werde ich die Heckklappe abmontieren, werde das innen kleben und dann muss das sowieso 2 Stunden trocknen. Da werde ich dann den restlichen Rasen mähen. Ach Gott, Leute, 3 Stunden später ist das erledigt. Das war eine Wahnsinnsarbeit, Leute. War nicht ganz zufrieden hier. Hier das abmontieren. Da ist schon der Übeltäter. Der muss jetzt hier überall mit Schweiß und aus der Flasche behandelt werden. Ich habe das jetzt hier abgeschliffen. Hier ist es, was trägt. Das hier. Das gehört geklebt, weil das ist Träger. Und das geht hier auf dieses. Das hier ist nämlich diese Seite gebrochen. Das heißt, ich muss hier was reinlegen. Ein Plättchen, da diese Spachtel sowieso nicht mehr verwendbar wäre, weil wir damit das runtergekratzt haben und vorne alles uneben wurde, habe ich mir hier das erstmal rausgeschnitten, denn das passt genau. Das passt genau. Ich habe es jetzt klein geschnitten. Das passt genau hier runter und da gehört es jetzt angebracht. Da habe ich mir den Plastikschweißer hier geholt. Der schweißt das zusammen, damit das hält und dann noch Schweiß aus der Flasche drauf und dann hält das wieder bombenfest. Jetzt macht man die Dinger hier da oben rein. So. Und das drückt man jetzt, wird es heiß. Und dann seht ihr? Das muss man jetzt hier so halten. Und seht ihr? Ist schon fest. Und das macht man jetzt mit den anderen auch. Genau so ist es jetzt fest. Da kommt jetzt noch mal ein bisschen Schweiß aus der Flasche drüber. Und dann noch ein Scheibenkleber zum Abdichten. Wenn ich jetzt schon hier so wackele, bewegt sich gar nichts mehr. Es hält wieder fest. Dann noch den Kleber drüber zum Abdichten, dass alles verschließt. Und dann ist es wieder perfekt. Und richtig gelöst, so wie es gehört. So Leute, guckt euch das Ergebnis an. Es sieht ein bisschen wild aus, aber es ist einfach abgedichtet, damit da einfach nicht mehr irgendwann Wasser reinkommt oder irgendwas, dass es hier alles zusammenhält. Dass selbst wenn sich etwas löst, es noch ein bisschen hält und ein bisschen weich gedämpft ist. Wenn alles steinhart angeklebt ist, dann reißt es auseinander und so ist alles hier nochmal gedämmt. Dass hier alles hält und genau. Jetzt lasse ich das trocknen, inzwischen mähe ich den Rasen fertig und dann komme ich wieder zurück und wir montieren die Heckklappe wieder an.
Und dann machen wir den Rest. So, ganz fest ist der Kleber noch nicht, also der Scheibenkleber. Aber ich werde es trotzdem montieren, weil es hält ja schon. Weil ich kann jetzt nicht mehr so lange warten. Ich muss den äußeren Teil auch fertig machen. Und dann lasse ich nämlich beides über Nacht gleich trocknen. Schon weh hier. So, dann die hier drauf und die hier drauf. So, hält schon. Wenn es jetzt irgendwo knistert oder knackst, dann wird es wo abreißen, beziehungsweise kurz davor sein, aber es macht gar nichts. Es passt alles. So, wo ist dieser hier? Der passt. Der passt auch. Gut, dann hält das alles perfekt. Dann noch das Kabel hier wieder reingeben. Passt es wieder. Naja, da hat schon mal was geklappert jetzt. Aber ich werde es einfach nicht zu oft auf und zu machen und das einfach dazu sagen, dass es einfach aufgepasst gehört hier. Nichts passiert. Gut. Alle Risse sind mit Superkleber gefüllt. Das ist dann eingedrungen in den Riss und dann habe ich drüber gewischt. Das heißt, das ist alles fest. Hier lässt sich kein Riss mehr irgendwie verschieben. Das bewegt sich kein Millimeter mehr. Ist jetzt alles wieder fest, hier auch. Jetzt kommt die Dichtung drüber und dann ist es fertig. Wird schon schief gehen, oder? Jetzt habe ich noch mal ein bisschen nachgearbeitet. Ja, ich denke, jetzt kann man es lassen. Und wenn es hart ist, hält sowieso alles. Und dann ist es wieder fertig. Es soll einfach dicht sein. Und mehr will ich gar nicht. Ja, klar sieht es ein bisschen wild aus, aber bitte. Mehr als halten muss es nicht. Jo Leute, wundert euch nicht, es ist ein anderer Tag, darum habe ich jetzt was anderes an. Es ist jetzt Folgendes passiert. Die Dichtung ist jetzt hart geworden, das heißt, ich kann sie anfangen hier zu trennen, dass es ein bisschen besser ausschaut. Ich kann jetzt hier das schön runterschneiden. Zeige ich mal das kurz. Ich kann jetzt hier entlang schneiden.
kannst so dann runter trennen, dass es wieder besser aussieht. Genau, Leute, weil jetzt ist es viel besser als vorher. Jetzt ist das alles oben abgeschnitten, dass es nicht in die Scheibe reinsteht. Ja, jetzt kann man es so lassen. Ist zwar immer noch nicht perfekt, aber besser als vorher. Auf jeden Fall. Noch der Check mit der Heckklappe. Passt. Hält. Hält perfekt. Ist alles schon trocken geworden. Genau. Beim Zumachen dann einfach hier genau und unten zumachen, dass auch alles hält, und so ist es wieder fertig. Ja, als nächstes kümmern wir uns um den Auspuff. Wenn so ein Auspuff immer ein bisschen Flugrost aufweist, schadet es nie, den zu konservieren, dass er nicht weiter rostet. Also man kann den nehmen hier, das Zinkspray, der ist für so rostanfällige Teile, kann man nehmen, und ja, und den kann man auch nehmen. Jetzt einmal in der Höhe, dann kann ich mich da so drunter legen. Mal ansehen. Ja, schon ziemlich rostig. Aber es geht sich noch aus. Grenzwertig einfach. Das ist hier der Auspuff. Den sollte man abbürsten, dass der Rost, der oberflächlich da ist, weg ist. Und dann ein Zinkspray-Schutz drauf. Genau. Das ist eh nur da hinten. Das ist die Standardstelle, wo es immer durchgerostet ist meistens. So, jetzt ist er auf dieser Seite aufgehoben. Auf dieser Seite aufgehoben. Damit wir hier gut dazu können. Dann schleife ich mal den Auspuff unten ab. Mache mal die erste Schicht drauf. Dann muss sowieso der Reifen links und rechts ab. Dass ich, also beziehungsweise nur links, dass ich auch von oben dazu komme. Und dann wird er schön eingesprüht vom Rostschutz. Wechseln ist wieder zu beachten. Das ist einfach eine 19er Nuss. Als erster natürlich die Radmutter lösen, wenn das Auto noch nicht aufgehoben ist, weil sonst geht das nicht, weil sich hier die Reifen durchdrehen würden. Gehen auch schön leicht auf. So, dann den Wagen hier durch ansetzen. Geben. Beiseite legen. Jetzt kommt man hier zur Oberseite. Ja, hier ist jetzt die Oberseite, wie man sehen kann, die noch nicht konserviert ist. Die wird jetzt konserviert. Gut, hier oben ist es jetzt auch eingesprüht von der Oberseite. Jetzt kann man dann das Papier entfernen und dann ist der Auspuff soweit fertig. So, Papier ist weg. Auspuff wieder soweit in Ordnung. Jetzt wieder einen Reifen drauf geben und dann schaue ich mir vorne noch alles an.
und dann ist soweit alles von mir gemacht. Den Rest soll dann die Werkstatt begutachten und anschauen, was dann zu machen ist. Gut, hier passt auch alles soweit. Da kann man noch ein bisschen Unterbodenschutz drauf geben, wo die rostlichen Stellen, die oberflächlichen. So, dann sehe ich schon. Nein, das war nichts. Ah, die haben doch nichts. Die Antriebsmanschetten haben doch nichts. Ja, einfach ein bisschen Schutz drauf geben. Ja, dann machen wir noch den Motor auf, gucken da mal rein. Ob da irgendwas rostig ist. Nee. Da ist ja alles schon sofort gedämmt, da sieht man auch nichts mehr. So, ich habe ihn jetzt rausgeschoben und geputzt. Das Auto war generell schon sauber, also war es nicht viel Arbeit. Da hinten habe ich noch mal gesehen, jetzt im Freien, dass hier noch ein Riss war. Den habe ich jetzt noch mal mit dem Karosseriekleber drüber gestrichen. Klar, es ist nicht so, wie es gehört, es ist nicht wunderschön, aber anstelle einer neuen Heckklappe ist das so auf jeden Fall am besten umgesetzt, denn so regnet es nicht rein, weil alles abgedichtet ist. Vor allem, wenn man es mit der Spachtelmasse macht, wird es wieder aufbrechen. Das hier ist elastisch. Also eigentlich so ziemlich die einzige Möglichkeit, die es hier gibt. Und wie gesagt, wenn man weiter weggeht, fällt es auch gar nicht mehr so auf. Also ziemlich gut umgesetzt. Soweit ist das alles erledigt. Schauen wir uns nochmal den Auspuff an. Oh, der ist wieder schön. Und ja, ich mache soweit jetzt nichts mehr. Ich lasse das jetzt so. Und ja, fahr dann zur Werkstatt und dann schauen wir, was alles ist, ob noch was dazu kommt. Aber das seht ihr dann in dem nächsten Teil, Leute. Also Leute, dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao.